Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von GarnetTV, alles über Aquaristik. Mein Name ist natürlich wie immer Lukas Müller und heute will ich natürlich wieder mit euch eure Aquarien anschauen. Die letzten beiden Videos kamen richtig gut an, also falls ihr noch mehr davon sehen wollt, gerne Daumen nach oben. Für alle vorab, es gibt jetzt immer montags ein Bewertungsvideo bzw. Reaction auf eure Aquarien, am Mittwoch eine Serie, ein Teil von Jendrik, mir oder vom Social Escape und am Freitag gibt es jeweils ein Fisch-, Garnelen-, Krebs- oder Schneckenporträt. Also falls ihr noch irgendwelche Videos wünscht, gerne unten in die Kommentare reinschreiben und Daumen nach oben geben für viele Videos und ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen. So, wir machen heute wieder gut Glück, öffne ich mein E-Mail-Postfach und schaue einfach mal, was drin ist. Und heute haben wir ein Aquarium von Oliver bekommen. Moin, an bei der Link zu meinem neuen Anfang. Gut. Finde euren Kanal klasse, hat mir bei meinem Neustart super auf die Sprünge geholfen und aktuellen Stand gebracht. Danke dafür. Super, freut mich natürlich sehr, dass wir dir dabei helfen konnten. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt auf dein Video bzw. dein Aquarium. Haben wir noch irgendwelche Details? Wir haben... Es ist ein 60-Liter-Cube. Start ist November 2019. Besatz sind Garnelen, Amano-Garnelen, 80 Zwerggarnelen, Yellowfire, Blue Dream, Red Willy, Blood Mary, also schön Kreuzungen, also viele Kreuzungen sind da drin. Fische sind 8 Perlhühner drin, also der Perlhuhn-Bärbling und richtig viele Schnecken. Ey. Da muss ich gar nicht alle vorlesen, aber ich kann es mal ganz kurz tun. Zebraschnecke, rote Rennschnecke, Geweihschnecke, Geweihschnecke, Sun Snail, genoppte Turmdeckelschnecke, orange Felsenschnecke, Zebraapfelschnecke und ein paar Blasenschnecken. Puh, das ist ganz schön viel an Schnecken. Aber lassen wir nicht mal lange fackeln, schauen wir Olivers Aquarium an. So, von der ersten Optik her, schön gemacht, wird es von der Seite. Schönes Moos, schön was, bisschen was Rotes drin. Gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Ja. Der Totenkopf ist natürlich komplette Geschmackssache, finde ich überhaupt nicht schlimm. Hier unten haben wir einen schönen Echolaris Rasen. Ist es schön dicht bepflanzt, gefällt mir sehr gut. Man hat trotzdem auch noch sehr viel Schwimmraum hier oben. Vom Aufbau gefällt mir das sehr gut. Wir haben hier einen Skimmer installiert, der die Oberfläche absaugt. Haben, denke ich mal, einen Außenfilter, wie ich sehe, tatsächlich in einem 60-Liter-Cube. Da haben wir die Perlenhühner. CO2 ist auf jeden Fall auch vorhanden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Garnelen sehen. Da hinten ist die Heizung. Haben wir den CO2-Test. Da haben wir die Amanus. Da haben wir die Red Fire, Neocaridina Davidi. Da haben wir die Caridina Multitentata. Amano-Garnelen. Dann haben wir da die Blue Dream-Garnelen. Ganzen bunten Mix an Garnelen. Was man natürlich wissen muss, wenn man so die Garnelen hält, vor allem so ganzen Neocaridina Davidi Arten, dass sie sich halt untereinander kreuzen. Ne? Also das heißt, die Red Fire kreuzt sich mit der Blue Pearl beziehungsweise mit der Yellow Fire und es kommen halt dann dementsprechend blaue und gelbe Tiere raus, aber es kommen auch irgendwann durchsichtige Tiere raus. Und diese durchsichtigen Tiere, das ist halt, denn am Ende werden alle durchsichtig, dadurch, dass es alles Kreuzungen sind. Wenn man das nicht möchte, muss man diese ausselektieren. Das heißt, die blonden Tiere sammelt man raus. Oder man macht gar nicht so einen Mischmasch, dann passiert sowas gar nicht. Das passiert auch nicht immer sofort. Das passiert über mehrere Generationen, dauert das. Und das war jetzt schon sein Video. Ja, Oliver, ich habe gar nichts zu meckern. Es hat mir sehr gefallen. Freue mich, dass du wieder zur Aquaristik gefunden hast. Und wir schauen uns einfach mal das nächste an. Von dem Thorsten. Der Thorsten hat geschrieben, hallo Lukas, seit letztem Jahr bin ich neu in das Thema Aquarium, Aquascape und Zwerggarnelen eingestiegen. Du warst mir eine große Hilfe bei der Einrichtung und den Hintergrundinformationen diesbezüglich. Mittlerweile habe ich auch ein zweites 20-Liter Aquarium laufen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback zu meinem 30-Liter Aquarium geben könntest. Mit den besten Grüßen von der Nordsee, mach weiter so, Thorsten. Ja, dann liebe Grüße zurück. Und klicken wir mal auf seinen Link und schauen uns das Ganze mal an. Und das Video ist leider nicht verfügbar. Das Video ist privat. Schade. Schauen wir uns das nächste Video an. Da hat jemand in seiner E-Mail das komplett in den Betreff reingeschrieben.
Da muss ich den Link rauskopieren. Moment mal. So. Zack. So, da haben wir es. Und er schreibt, hey, ich bin Franz und bin 15. Mein Aquarium hat 530 Liter, also richtig groß, mit einem 150 Liter Filterbecken. Wer es nicht weiß, was ein Filterbecken ist, das ist halt, unter dem Aquarium ist nochmal ein Aquarium, wo das Wasser reinläuft und nochmal mit einer Rückförderpumpe hochgepumpt wird. Im Meerwasserbereich ist das Standard, im Süßwasserbereich sieht man das nicht so oft. Es gibt halt einfach noch zusätzlichen Wasservolumen und die ganze Technik, die man dann eigentlich im Aquarium oben hat, ist halt nicht mal oben drin, sondern komplett unten. So, was hat er so drin? 20 Schmucksammler, 20 Neonsammler, 20 Rotkopfsammler, ein paar Elwälse, drei Schmetterlingsbuntbarsche, Orchidee-Harnischwälse und ein paar Garnelen. So, von der Gesamtoptik sieht das ja schon mal ganz schick aus, haben viel Schwimmraum. Ich würde noch ein bisschen hier oben was an länglichen Pflanzen machen, damit man hier diesen Filter noch ein bisschen verdeckt. Ist mir ein bisschen wenig Pflanze, muss ich sagen. Die Diskusfische waren jetzt aber gar nicht aufgezählt. Okay. Ich finde es ein bisschen paar viele Diskusfische, muss ich sagen, für den geringen Schwimmraum. Ich bin jetzt kein Diskus-Experte. Ich kenne mich mit Diskusfischen nicht aus. Ich habe selber keine. Aber für mich sieht das eher so aus, ob die sehr auf dem Haufen sind und nicht wissen, wohin mit sich. Also ich denke mal, Diskusfische können ja ab 500 auf jeden Fall gehalten werden. Aber ich glaube nicht so viele. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da könnt ihr sicherlich, oder vielleicht ist ja hier ein Diskus-Spezialist dabei, gerne mal unten in die Kommentare einen Tipp geben, was man denn hier anders machen könnte. Ansonsten wunderschöne Fische. So, das Thermometer würde ich woanders hinhängen tatsächlich. Haben wir die Elwälse, die Panzerwälse. Es sieht halt noch relativ neu aus, muss ich sagen, was die Einrichtung angeht. Das ist noch sehr sauber. Die Wurzel finde ich gut platziert, die Anubias auch. Ich finde es halt trotzdem ein bisschen, ja, zu wenig bepflanzt. So, ein bisschen zu kahl. Ja, mehr habe ich da auch eigentlich fast gar nicht zu sagen. Und mehr kann man auch nicht sagen, weil mehr Infos habe ich nicht, weil ich mich einfach mit Diskusfischen leider nicht auskenne. Nehmen wir uns das nächste an. Hallo Lukas. Hier siehst du mein Kampffisch-Aquarium. Es läuft seit dem 6.2.2020, also richtig frisch, und hat 36 Liter und steht bei mir im Nagelstudio. Mein Apollo ist jetzt ein halbes Jahr alt und teilt sich das Aquarium mit ein paar Posthornschnecke. Hab gestern einen Wasserwechsel gemacht und habe Pflanzen, Schwimmpflanzen etwas ausgelichtet. Normal ist das Becken dunkler. Okay. Zu fressen gibt es manchmal Glanzwürmer sowie hochwertiges Granulat. Das hat die Carina. Das wird schon so stimmen. So, da haben wir direkt den Fisch. Mein Kampffisch-Aquarium. Schöner Betta. Beziehungsweise schöner Kampffisch. Mhm. Okay, vom Einrichtungsstil finde ich jetzt den Bodengrund nicht so hübsch gewählt und auch ein bisschen zu hoch, wenn ich jetzt überlege, dass das alles hier Bodengrund ist. Das Aquarium ist sonst eigentlich ein bisschen abgedunkler, so wie der Kampffisch das eigentlich mag, aber gestern wurde gegärtnert, von daher ist es okay und die verbreiten sich ja wieder und es gibt auf jeden Fall genug weitere Schwimmpflanzen. Der hat auf jeden Fall hier eine Menge Schwimmraum, ist trotzdem eine schöne dichte Bepflanzung. Wir haben ein paar Posthornschnecken da drin, wie auch erzählt. Ich bin kein so Fan von Posthornschnecken, ich finde das sehr so wie eine Plagenschnecke, wie die Blasenschnecke, aber wer es mag, ist ja jedem selbst überlassen. Alles Geschmackssache natürlich. Was das hier oben für ein Schlauch ist, weiß ich jetzt nicht. Oder ist das... Ah, alles klar. Das ist, damit der Kampffisch natürlich weiter in Luft holen kann und die ganzen Schwimmpflanzen nicht alles abnehmen. Denn der Kampffisch hat keine Kiemen. Der muss oben an die Wasseroberfläche und atmet halt in die Luft wirklich ein. Und braucht halt dementsprechend auch immer Platz oben an der Wasseroberfläche. Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr coole Methode, das so umzusetzen, wenn man Schwimmpflanzen oben drin hat. Denn Kampffische mögen es auch meistens etwas dunkler und nicht so grelles Licht. Ja, Carina, ich kann nicht viel sagen. Ich finde es sehr schön. Bodengrund ist komplette Geschmackssache, da muss er nicht ändern. Hätte wahrscheinlich gedacht, wenn der Bodengrund schwarz gewesen wäre, würde der Kampffisch noch richtig, richtig krass weiter rüberkommen. Also dein Apollo, wie du ihn genannt hast.
Jetzt haben wir ein Aquarium von der Antje und die schreibt: Hallo Lukas, würde mich freuen, wenn du mein Aquarium beurteilen würdest. Es ist ein 85 Liter Aquarium und läuft seit 8 Wochen, also richtig frisch. Besatz sind 4 Platys, 12 Feuertetras, 4 Edler Guppies, außerdem 4 Amano Garnelen und ungefähr 6 Red Fire und Yellow Fire Garnelen. Ist mein erstes Aquarium, hoffentlich gefällt dir das. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Und jetzt muss ich aber mal sagen, wow, das sieht schon mal richtig, richtig gut aus, der erste Blick. So, hier hinten richtig schön, die Pflanzen super eingerichtet. Der türkise Kies hier vorne gefällt mir nicht so, die weißen Steine auch nicht. Ich hätte alle schwarz gemacht, aber das ist natürlich wieder Geschmackssache. So, zu der, ich habe 4 Amano-Garnelen, da frage ich mich so, warum 4 Amano-Garnelen? Amano-Garnelen oder auch allgemein Zwerggarnelen mögen es lieber, wenn man sie als Gruppe hält, weil es sind Gruppentiere. Ab 10 Tieren sollte man Amano-Garnelen halten, ab 10 Tieren sollte man Red Fire-Garnelen und Yellow Fire halten. Also setzt doch gerne noch weitere dazu, dann fühlen sie sich richtig wohl und du wirst viel, viel mehr Spaß mit den Tieren haben als bisher. Wie ich sehe, wir haben ja auf jeden Fall eine CO2, wir haben eine schöne Lampe drüber, haben hinten so einen Filterschacht. Haben hier eine schöne Yellow Fire, da sehe ich auch die Amano-Garnelen, also sind relativ agil. Sieht eigentlich richtig gut aus. Das Einzige, was mich jetzt wirklich an der Optik stört, ist halt der türkise Kies und die weißen großen Steine. Ist nicht so der Fan, aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Das Schiff ist ganz cool hier gemacht. Das gefällt mir, das hätte ich mir auch reingestellt. Die Pflanzen sehen alle gesund aus, läuft auch erst seit 8 Wochen, wächst und gedeiht prima. Die Fische sehen gesund aus. Bei den Platys müsstest du ein bisschen aufpassen, denn diese vermehren sich ziemlich schnell. Das sind Lebendgebärende und dementsprechend kann das Aquarium relativ schnell voll werden. Vor allem, weil du eine sehr dichte Bepflanzung hast, überstehen natürlich viele Jungtiere und werden nicht von den größeren Fischen gefressen. Das heißt, da kommen viele Jungtiere durch und du wirst relativ viele Platys haben. Ebenso ist es mit den Guppies. Ja, das kann man immer bis zum bestimmten Maß, sage ich mal, immer ausreizen, aber muss ja dann aber auch nicht immer sein. Okay, damit war es heute mal wieder mit dem Aquariumbewertung. Falls du dein Aquarium auch hier bei mir auf dem Kanal sehen möchtest und ich soll darüber was sagen, egal wie hübsch es ist, egal ob du Schwierigkeiten hast, stell deine Fragen auch gerne in die E-Mail und dann gehen wir auch nochmal drauf ein, was du besser machen kannst, welchen Fischbesatz du ändern kannst oder vielleicht welche Fische du überhaupt einsetzen solltest oder auch Garnelen oder sonst irgendwas. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Videobeschreibung. Genau lesen, was ihr tun müsst und bitte nicht vergessen zu erwähnen, wie groß es ist und eine komplette Beschreibung einfach in die E-Mail schreiben, denn sonst kann ich es einfach nicht berücksichtigen, denn ich weiß nicht, wie groß es ist, was da drin ist oder was da drin sein soll und kann dementsprechend auch keine Tipps geben. Denk dran, Mittwoch gibt es ein neues Video, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Mein Name ist Lukas Müller und schaust du Garnelen TV, wirst auch du Garnelen schlau. Tschüss!